Lada, da sind wir doch schon mal gewesen. Ja, genau. Ende Mai waren wir schon mal da gewesen, wegen dieser Kunstinstallation mit 9 Silos. Und jetzt sieht es schon ein bisschen mehr fertig aus. Fragen wir doch den Künstler, was er zu sagen hat über den Stand des Projekts. Piotr! Hallo! Hoi! Jetzt sind wir ja schon seit Ende Mai dran an diesem Kunstprojekt und jetzt gibt es zum ersten Mal Kunst hier in diesen Silos. Ist es gelungen, das zu verbinden schon? Oder wie ist so ein bisschen der Stand des Projekts? Ob es gelungen ist, werden wir es heute sehen. Aber grundsätzlich klingt es schon. Ja. Es ist echt eine anstrengende Arbeit, aber schließlich jedes Mal, wenn ein neues Loch aufgeht, fängt es. Das ist geil. Und es wird dann noch ein bisschen erweitert, oder? Richtig, ja. Genau. Um dann am Schluss die Skyline werden über Bern. Genau, jetzt sind wir vorerst mal fast alle Räume miteinander verbunden. Also es gibt wie eine Katakomben oder die Kathedralräume, eigentlich, die aufgegangen sind, wo heute die ersten Konzerte stattfinden. Das einzige Silo, der grösste Achter, der noch nicht miteinander verbunden ist. Und wo heute auch Solistin drinnen gegen die Strasse am Schluss ein Konzert gibt. Das ist ein geiler Verstärker. Also du lebst, also als Musiker lebst fast wie einem Verstärker in diesem Moment. Konkret auf die Landwirtschaft angesprochen worden jetzt, weil es ist ja schon alles... Ja, also den Brauch merkt man natürlich, das ist wie ganz klar, das ist nicht vor Staat. Und gleichzeitig sind Leute wahnsinnig fasziniert, wie sich das innerhalb von nichts, wie das Stadtbild integriert hat als Objekt. Ja. Kannst du vielleicht die spezielle Akustik beschreiben, oder ist das schwierig? Ja, es ist schon, nein, es dreht einem so. Es schwingt irgendwie durch die Silo und es dreht den Ton sehr, sehr schön. Und Silos sind ja irgendwie so ein bisschen landwirtschaftliches Objekt, eigentlich so dort mitten in der Stadt. Hast du irgendetwas, was du schätzt an der Landwirtschaft? Ja, sicher alles, was ich meine, die Landwirtschaft bringt uns zu essen. Auf den Tisch und es ist alles. Wir sind in der Schweiz und es ist ein grosser Teil der Schweiz, ist die Landwirtschaft. Und ich fühle mich wohl hier und finde es schön. Also, wo ich habe gesagt, ich singe auf Berndeutsch, also das mache ich auch mit dem Brienzer Jodlerchor. Also, es ist ja sehr ländlich. Ja. Und ich liebe Trachten. Thank you.